Freunde, was geht ab? Heute sind wir im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg und schauen uns das Spiel Nürnberg gegen Darmstadt an. Wow, das wird ein Spiel. Also, eins kann ich euch schon mal sagen. Auf dem Spielfeld, das wird ein gutes Spiel. Aber neben dem Spielfeld, und zwar bei den Fans, das wird auch noch richtig Wahnsinn, weil beide haben eine richtig, richtig gute Fanbase und beide machen richtig gute Stimmung. Deswegen, ich bin gespannt, was auf dem Platz und neben dem Feld passiert. Ja, Freunde, wir sind auf dem besten Weg zu den 1000 Abos. Vergiss nicht, wir werden auf jeden Fall noch ein 1000 Abo Special raushauen. Deswegen einfach den Kanal abonnieren, Insta folgen und Leute, viel Spaß mit dem Video. Freunde, kennt ihr schon die Lichter vom Reader? Schaut einfach mal hier rein. Das sind ein paar Einblicke. Und zwar, wenn euer Verein ein Tor schießt, egal ob Bundesliga oder zweite Bundesliga, leuchten die Lichter in den Farben auf. Mit dem Rabattcode 90MINTV kriegt ihr nochmal 33% Rabatt. Viel Spaß damit. So, Freunde, wir sind angekommen in Nürnberg. Boah, das ist schon der Wahnsinn. Also 200 Kilometer. Ich habe 3 Stunden gebraucht. Ja, 15 Uhr bin ich losgegangen. Jetzt ist 18.15 Uhr, ich muss mich beeilen, dass ich ins Stadion schaffe. Ja, normal brauche ich 2 Stunden hierher, aber ja, was soll man sagen? Freitagnachmittag bzw. Freitagabend, viel Verkehr, viel Stau, viele Unfälle. Ja, deswegen haben wir jetzt so lange gebraucht. Aber egal, wir sind jetzt endlich da und ja, gehen wir mal ins Stadion, auf geht's! Übrigens, Freunde, kurz zu der Form von beiden Teams. Also, Darmstadt auf Platz 1, Nürnberg auf Platz 12. Ja, Darmstadt spielt um den Aufstieg. Wir sind mal gespannt, was sie heute bringen gegen Nürnberg und gegen so starke Fans. Und ja, die Form 2-1-2 für Nürnberg, sprich 2 Siege, ein Unentschieden, 2 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen. Und Darmstadt hat eine Bilanz von 1 Sieg, 2 Unentschieden. 2 Niederlagen. Ich bin mal gespannt, wie sie heute abschneiden werden. Ich wünsche beiden Teams viel Glück und ich will ein geiles Spiel sehen. Geile Fans, viele Tore und einfach viel Action. Also Freunde, let's go. Freunde, da vorne ist es schon. Das Max-Morlock-Stadion von Nürnberg. Let's go. Das Max-Morlock-Stadion. Wir sind leider 3 Minuten zu spät. Es ist 18.33 Uhr. Aber ey, scheiß drauf, wir gehen jetzt einfach mal in den Block rein. Let's go. Ey, nice, Mann. Wir sind ja heute oben. Ich wusste das gar nicht. Keine Ahnung. Irgendwie gar nicht drauf geachtet beim Ticketbuchen. Fresh. Freunde, wir sind oben. Geil. Also von oben sieht das Ganze richtig geil aus. Ich zeig's euch mal. Schaut euch mal an, hier die Nürnberg-Fans, hier ein Dach, hier drüben die Darmstadt-Fans. Ah, das ist schon geil, muss man sagen. Da haben die Darmstadt-Fans ihre Fahnen ausgepackt, ey. Sieht auch schön aus. Allgemein, Nürnberg tut gerade echt gut. Oh. Verrückt, verrückt. Freunde, gerade wo ich sage, Nürnberg tut, kommt jemand da aus dem Nichts.
machen einfach da rein. So. Wahnsinn, Darmstadt. Nice. Scheint schön die Sonne von da oben. Richtig geile Aussicht, echt. Also gerade war noch die Sonne richtig geil. Jetzt blendet sie einfach nur noch. Freunde, seht ihr das? Da oben die Sonne und plötzlich regnet es wie sonst was. Ai, ai, ai. Das ist deutsches Wetter. Wahnsinn. Halbzeit. Freunde, die erste Halbzeit ist zu Ende. Ein kleines Fazit. Nürnberg tut tatsächlich mehr fürs Spiel, hat mehr Schüsse, mehr Ballbesitz. Ihr seht jetzt an der Statistik auch. Aber Darmstadt ist einfach effektiver. Also, die haben einen Schuss aufs Tor und der war drin. Das ist stark, wirklich. Wir dürfen Nürnberg aber nicht unterschätzen, weil die können wirklich, also wenn sie wollen, können sie auch Tore machen. Das haben wir schon oft gesehen. Deswegen, also, viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Nürnberg-Fans drehen komplett durch, weil sie einfach nicht mit der Entscheidung von Schiri einverstanden sind. Wahnsinn, eine krasse Stimmung. Schaut euch die Nürnberg-Fans an. Die drehen komplett durch. Aber die Darmstadt-Fans mit dem Groundtopping, Wahnsinn. Echt geil. Genau das habe ich mir heute erhofft. Also Freunde, eine Stunde Spielzeit. Und ich muss sagen, ziemlich gut gespielt. Also, weil ich jetzt nicht so viel los, wie gedacht, aber schade, egal, weiter geht's. Ja. 26.000, ey, Wahnsinn! War knapp. Zu Ende. Gleich geht's weiter mit dem Outro. Tschüss. So, Freunde, das Spiel ist zu Ende. Hinter mir das Max-Morlock-Stadion. Ja, 1-0, Darmstadt 0-1, wie ihr es wollt. Meiner Meinung nach, das Spiel war ziemlich ausgeglichen. Sorry, es wird gerade dunkel, deswegen kann auch sein, dass die Qualität ein bisschen schlechter wird. Kommt aber immer wieder Laterne, dann wird es mal wieder mal heller. Also, ich finde, das Spiel war ziemlich ausgeglichen. Ein Unentschieden jetzt auch für Nürnberg passen können. Aber das ist halt Darmstadts Spielweise, was ich bisher gesehen habe. Nicht machen, locker bleiben, auf Konter spielen. Und ja, meistens kommen die Tore von Darmstadt dann, wenn man es nicht erwartet. Wie heute auch. Gut, das war ein Eigentor, aber da kann man jetzt nichts machen. Ansonsten, wie gesagt, also Nürnberg ist für mich kein Team, was erstens in der zweiten Bundesliga spielen sollte, weil die einfach, ja, die Fans sind Bundesliga tauglich, das Stadion ist Bundesliga tauglich. Also das ist kein Verein, was in der zweiten Bundesliga sein sollte, meiner Meinung nach. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt gerne in die Kommentare. Darmstadt, seit Monaten für mich der Favorit in der zweiten Bundesliga. Und ja, ich bin mir sicher, die werden als Platz 1 aufsteigen. Dahinter dann Heidenheim. Ja, Platz 3 wird interessant.
Heidenheim heute, ja, solide gespielt, würde ich sagen. Hab ein bisschen mehr erwartet von beiden Teams. Sorry, Motorrad ist durch. Also ich habe von beiden Teams spielerisch mehr erwartet. War jetzt nicht so das ja, beste Spiel von beiden, aber die Fans von beiden, wow, also ich habe es euch gesagt, Darmstadt und Nürnberg, beides tolle Fans, krasse Fanbase. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Bald haben wir die 1000 Abonnenten endlich geknackt. Dann werden wir ein 1000 Abonnenten Special machen. Und ich bin mir sicher, dass dieses Special für jeden Fußballliebhaber ja, interessant sein könnte. Deswegen freue ich mich, wenn wir jetzt bald die 1000 Abos knacken. Freunde, wir sehen uns. Macht's gut. Am Ende kommt das Video. Ciao.